Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Small Town Terrors Pilgrim's Hook. Und wir sind jetzt dabei, aus den gesamten Zutaten, die wir haben. Allerdings weiß ich noch nicht. Ach, wir müssen hier wahrscheinlich irgendwo die... Ah, da können wir die Pfeife hinpacken. Wir haben nämlich den Tabak vergiftet und werden jetzt mal dafür sorgen, dass der gute Mann einschläft. Wir haben jetzt eine vergiftete Pfeife. Und wenn wir den bösen Castor vergiftet haben, dann ist er auch eine vergiftete Pfeife. Was haben wir hier? Dort ist es zu dunkel, um etwas zu sehen. Haben wir irgendwas Lichtmäßiges? Nö. Wir haben Tauchflossen und Atemregulator. Ich glaube, die werden wir noch bei der Grauen Dame, bei dem Schiff, das da gekentert ist vor der Insel, benötigen. Was haben wir hier? Ein Generatorschlauch fehlt. Es befinden sich drei Löcher im Deckel. Weißt du Bescheid, ne? Flashlight. Kann man bestimmt nicht mehr verwenden. Alles alt hier. So, dann gehen wir mal zurück. Dem Ding hatten wir einen hübschen Hut aufgesetzt. Und wir gehen mal zu Castor und geben ihm die vergiftete Pfeife. Thank you, dear girl. Ah, I'd like to say smoking is my only vice. But we both know better, don't we? Ja, nimm mal einen tiefen Zug. All this time I have inhabited this shell, and I still find myself repulsed by it. So much oozing, the thought of it. This is not my tobacco. What have you done? Ja, Rauchen schadet deiner Gesundheit, ne? Ich brauche ein Stück seiner menschlichen Form, vielleicht eine Haarprobe. Ah, wir können ihn mit der Haarbürste ziehen, wir mal einen Scheitel. Oh, so ganz sanft einmal rüber gestreichelt. Wir haben Castros Haar. Nee, heißt er jetzt Castro? Ja. Man sagt, dass ein Spiegel das Portal zur Seele eines Menschen ist. Das ist natürlich Unfug. Wir können aber hier mal aufs Dach krabbeln. Oben in dieser Vorrichtung fehlt etwas. Da haben wir aber einen Kerkerschlüssel. Oh, und eine Linse fehlt. Gott sei Dank haben wir hier noch eine Linse. Achso, noch eine Linse fehlt. Also, schauen wir mal. Was haben wir hier noch? Da oben ist ein Fußball, der sich in ein Meeresgetier verwandelt. Moment, lassen wir mal hier raus. Haben wir hier noch... Ah, since you have weakened Aster, you must activate the portal and feed it a part of his human form. Erstmal schließen wir mal den Kerker auf und gucken, was da drin ist. Ach du meine Güte. Wurden die hier alle gleichzeitig gefangen genommen? Oder, was wahrscheinlicher ist, nacheinander? Und dann hast du halt immer gesehen, was in Zukunft mit dir passiert. Was brauchen wir ja nicht? Krabbe, Haken, Frosch und Schlange. Frosch und Schlange. Und hier haben wir eine Spinne. Ah, die brauchen wir also auch. Fangen wir doch mal rechts an. Kelch, Schildkröte, Rinderschädel. Hier ist ein Rinderschädel. Eine Schildkröte. Die ist da. Und ein Kelch. Der Becher eines Zimmermanns. So, Gasmaske, Muschel, Kerzenleuchter und Axt. Gasmaske. Da oben ist eine Gasmaske. Eine Muschel. Eine Muschel. Muschel. Ja. Finden wir so schnell jetzt mal nicht. Kerzenleuchter. Ein Kerzenleuchter. Hier sind überall einzelne Kerzen, aber... Ach doch, da ist er. Und eine Axt, die habe ich hier gesehen. Und dann können wir hier das Buch aufmachen. Nee.
ist auch nichts. Ah. Da ist die Krabbe hinter dem Vorhang versteckt. Eine Schlange brauchen wir auch. Was haben wir noch? Muschelhakenfrosch. Ein Muschelhakenfrosch. Da ist eine Dings. Ist das nicht ein Frosch, den diese Figur da festhält? Hm. Ach, hier ist ein Haken. Und dann brauchen wir noch eine Muschel, wo auch immer die ist. Muschel. Ach, da ist die Muschel. So, und noch ein Frosch, der noch irgendwo versteckt sein muss. Vielleicht hier in dem Gerümpel irgendwo. Das Buch sieht da so aus, als könnte man das unbedingt anklicken, aber das geht nicht. Ah. In der Urne versteckt. Was brauchen wir? Das Buch der Seelen. Deswegen lag das da auch so auf dem Präsentierteller. Eine Auszeichnung. Schließe alle WBR ab, ohne einen Tipp zu benutzen. Yeah. Haben wir drauf, ne? Ach, hier fehlt noch ein Schlussstein. Ach, das Buch der Seelen können wir bestimmt davor den Spiegel platzieren. Ja. Ziel dieses Minispiels ist es, auf dem Spiegel ein Symbol zu erstellen, das dem im Buch abgebildeten Symbol entspricht. Wähle unten oder oben ein kleines Symbol aus, um es dem Symbol hinzuzufügen. Du musst 6 Symbole nachbilden, um das Portal zu Castors Seele zu öffnen. Alles klar. Den brauchen wir. Den brauchen wir auch. Und wir brauchen das Kreuz. Ach nee, das Kreuz brauchen wir nicht. Aber das Kreuz. So. Das könnten wir brauchen. Dann den Mond. Und dann so ein umgedrehtes Kreuz. Das ist wahrscheinlich das hier. Ja, das ist ja alles voll easy. Kreis in der Mitte. Drumherum. Ist das falsche? Und ein Pfeil. Ja, das ist ja voll easy. Das haben wir ja innerhalb von Sekunden gemacht. Und den und den. Den und den. Den brauchen wir, dann brauchen wir den noch, dann noch das Dreieck und, achso, 2 Monde, einmal voll und einmal leer. Das Portal ist aktiviert. Und jetzt müssen wir da durch. Ich muss dem Portal ein Stück von Astors menschlicher Form hinzufügen. Rein mit dem Haar. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sage ich da mal. Die Iris des Wächters. Sehr schön, aber... Können wir da noch irgendwas machen? Nee. Wo können wir diese Iris des Wächters denn... Nee, hier war das Laboratorium. Hier im Kerker. I'm back in my own skin. I'm not sure whether I prefer it. You destroyed Cedric Astor. Well done. But there is still another. Cedric Astor was the human form of a creature that has existed since the beginning of time. You have only destroyed its current vessel. Castor himself lives beneath the waves. Take this monocle. It may help you find the poison wellspring and destroy it at its source. Don't worry about me. I'll find my own way out of there. There's no time to lose. Alles klar, du warst offensichtlich mal ein Mensch und stylisch geht die Welt zugrunde. Wir haben einen Monokel. Können wir nochmal mit dir reden? You have only severed a tentacle. Unless you act quickly, it will grow back. Aha.
Ich habe genügend Hentai gesehen, um zu wissen, wo das hinführt. Kommt die Iris? Nein. Kommt vielleicht später. Haben wir hier unten noch irgendwas? Hier war es zu dunkel, aber mit dem Monokel kommen wir hier auch nicht weiter. So, hier haben wir eigentlich auch alles. Hier ist der Kannibalenhirsch. Können wir denn jetzt zum Schiff, das da Schiffbruch erlitten hat, hin? Und zwar mit Atemregulator. Eine vollständige Ausrüstung. Fragt sich nur, im Anglershop vielleicht? Hier scheint überhaupt nichts mehr zu sein, was wir verwenden können. Vielleicht am Pier, wo wir angefangen haben. Mit der Bluetooth-Schatzkiste. Hier ist auch nichts. Okay. Können wir vielleicht in unserem Eltern. Nee, warte, wir gehen erstmal. Das ist ein Dingschiff, vielleicht ist hier ja noch was. Okay, hier ist nichts mehr. Da unten kommen wir nicht hin. Da ist auch überall nichts. Dann probieren wir es doch nochmal im Elternhaus. Oben auf dem Dachboden können wir nicht mehr. Hier ist auch nichts. Elternschlafzimmer. Schön ist, dass Arthur ja hier noch gelebt hat bis vor kurzem. Also hier wieder hergezogen ist auf die Insel. Und dann ja wahrscheinlich im Elternhaus gelebt hat. Also er hat da auch nicht irgendwie aufgeräumt oder sowas, sondern einfach... Oh, was für ein seltsam geformter Stein. Herauslösen. Mit einer Maurerkelle. Unterfassen, hochhebeln, Schlussstein. Wir ziehen jetzt einen Schlussstein über die Sache und fügen den erstmal hinzu. Jetzt können wir noch... Nein, können wir nicht. Das ist ein Monokel vielleicht. Achso, wir sind schon mitten im Minispiel. Den inneren und den äußeren Ring in die richtige Reihenfolge zu bringen. Wähle zwei Teile aus, um sie zu vertauschen. Die Ringe sind unabhängig voneinander. Im äußeren Ring müssen die Risse miteinander verbunden sein. Im inneren Ring muss die Farbe zusammenpassen. Okay. Passt das zusammen? Da haben wir blau und blau. Nee, das passte so rum, glaube ich. Das müsste doch eigentlich so passen. Dann wenden wir uns erstmal dem Inneren zu, dem Äußeren zu. Das passt nicht. Passt das vielleicht? Nee, das ist ziemlich weit oben. Also ziemlich weit, wenn sich das anguckt, hier ziemlich weit innen. Passt der denn dahin? Nein, der passt nicht dahin. Passt der dahin? Ja, hier. Das passt schon mal. Das hier scheint auch zu passen. Nee, das ist zu weit. Das ist auch nicht richtig. Das passt wunderbar. Und hier müssten drei sein. Drei Risse. Ich habe aber keinen mit drei Rissen. Das ist ja eine Frechheit.
Der passt nicht. Passt der? Nee, der passt auch nicht. Passt der denn? Ja, der passt. Der könnte passen. Der passt auch. Der passt nicht, aber der passt auch nicht. Passt der vielleicht? Der könnte passen, ja. Also das hier passt eigentlich ganz gut. Hier auch. Der Übergang ist so ein bisschen... Nee, der passt da eigentlich gar nicht so. Passt der vielleicht dahin? Nee. So. So, hier sind keine angrenzenden. Das heißt, das würde ja eigentlich ganz gut passen. Ja. Der passt da auch ganz gut. Und wenn wir den dahin packen und den dahin, der passt da nicht so ganz richtig. Ist ja doof. Das passt aber auch nicht. Kurios, kurios. Also die inneren scheinen ja... Obwohl... Ich bin mir nicht sicher... Nee, dann wäre hier grün, aber das ist nicht das Richtige. So, das müsste eigentlich in der Mitte passen. Hier außen bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich finde, der hier passt da nicht so richtig. Passt der denn da? Nein, der passt nicht. Passt der? Der passt auch nicht. Aber der passt ja auch nicht. Insofern, das müsste so eigentlich richtig sein. Hier ist keiner, der... Keine Überschneidung. Hab ich hier irgendwas übersehen? Passt auch nicht. Der hier sieht als einziger ein bisschen merkwürdig aus, aber... Okay, der hier ist eigentlich gut. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Und der passt auch. Und hier ist der eine, der hier so abgeschnitten. Hier ist keiner und der passt auch gut. Also eigentlich müsste das alles richtig sein. So. Ist das denn so? Haben wir jetzt die... Moment. Unabhängig voneinander, okay? Inneren Ring muss die Farbe zusammenpassen. Ja, das passt doch eigentlich auch. Hier ist rot. Hier geht's so ins... Ja, gräuliche zwischen rot und grün oder so rein. Hier ist grün auf grün, hier ist halbblau auf halbblau. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Ah, warte mal, passt das vielleicht so? Ha! Das Auge des Wächters. Siehst du, haben wir einen Knick in der Optik und deswegen alle Minispiele ohne Überspringen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt das Auge des Wächters. Wo können wir... Können wir das vielleicht auf dem Dach anbringen?
Hier oben drauf. Aha. Und jetzt können wir die Iris da einsetzen. Ja, wir wissen jetzt, wo die Bundeslade ist. Achso, wir haben aber noch keine zweite Linse. Ach, können wir das Monokel da einsetzen? Ah, Tatsache. Ich glaube nicht, dass dieser Lichtstrahl richtig ausgerichtet ist, aber ich kann nicht weit genug sehen. Deswegen haben wir uns ja ein Fernglas gebaut. Der Lichtstrahl hat bei den Korallenhäusern eine geheime Tür geöffnet. Eben noch dahin, jetzt dahin geguckt. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Und ich weiß, ich könnte auch die Karte nehmen, aber irgendwie bin ich dazu zu faul. Oh. Aber ich verklick mich trotzdem. So, da, zu den Korallen. Ah, versteckte Tür. Ein böses Gruselmonster. Er bewacht den Steinkreis. Ich möchte nicht noch eine dieser Kreaturen verletzen. Hier, schenk sie ein paar Schwimmflossen und dann ist er glücklich. Wieso vor allem, warum will er nicht noch eine... sie nicht noch eine verletzen? Jetzt war der erste ja nicht so schlimm. Können sie ja pieken. Hier ist aber auch nichts mehr. Wir haben jetzt aber ein 13. Das sind die Korallenhäuser. Hier unten haben wir auch nichts Neues. Wir haben jetzt ein 13. Was machen wir mit dem 13? Der richtigen Ausrüstung. Wir haben aber noch nicht alles von der Ausrüstung. Wir brauchen noch irgendwie einen Taucheranzug. Hier ist nichts. Vampir hat mir eigentlich aufgeguckt. Vielleicht hier oben irgendwo? Hier ist auch nichts. Wir haben jetzt einen Dreizack. Was sollen wir denn mit dem machen? Können wir den hier unten vielleicht irgendwo? Okay. Ja. Hier kannst du alles Mögliche einfach anschließen und hinsetzen und irgendwie wird schon funktionieren. Wir können hier jetzt einen Generatorschlauch anbringen. Der Riemen des Generators fehlt und man kann den Gürtel als Riemen verwenden. Jetzt läuft der Generator und macht wahrscheinlich hier Licht. Oh, wie niedlich. Diesen gruseligen Tanks konnte ich höher, komme ich bestimmt nicht zu nah. Aber ein Sauerstoffflasche. Ah, jetzt können wir die beiden verbinden und haben eine Taucherausrüstung. Wir brauchen also gar keinen Anzug, sondern einfach nur eine Sauerstoffflasche. Also gehen wir mal wieder den ganzen Weg zurück. Nein, nicht schon wieder da. Ah. Und gehen einfach mal tauchen. Bist du es, Darth Vader? Oh, ein Auslösemechanismus. Wofür der wohl ist? Diese Tür scheint zu einem geheimen Unterwassertempel zu führen. Diese Harpune scheint noch zu funktionieren. Sehr schön. Auslösemechanismus. Achso, sie hat bereits einen funktionierenden Auslösemechanismus. Wir haben ein Netz gefunden. War hier noch irgendwas? Nee. Okay. Gucken wir doch mal, ob wir das Fischmonster mit dem Netz einfangen können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es
heißt, dass der Schläfer unten lauert. Steige auf eigene Gefahr auf. Können wir das runterdrücken? Na, wenn das nicht... Oh, eine geheime Tür hat sich geöffnet. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal dort hinunter möchte. Och, stimmt. Wir holen uns jetzt noch eine Harpunenspitze und schießen die mal. Ah ne, die war ja im Bürgermeisterhaus. Ist das eigentlich ein Bürgermeisterhaus oder ein Museum? Der Auslösemechanismus. Dran geschraubt und abgefeuert. So, wir haben jetzt eine Harpune. Und mit der Harpune werden wir jetzt Castor ein vor dem Latz kriegen. So. Ich brauche etwas Mächtigeres als eine gewöhnliche Harpune. Dann 13. Hm? Das geht nicht. 13 geht auch nicht. Was kann es denn noch Mächtigeres geben als eine Harpune? Muss ich die irgendwie verzaubern? Eine magische Harpune. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Diesen gruseligen Tanks komme ich nicht zu nahe. Ach, warte, mit dem Dreizack können wir hier die TNT-Box aufmachen. Weil den kann man noch nicht, den Deckel kann man nicht einfach nur so anheben, sondern man muss da mit dem Dreizack rein und das dann aufhebeln. Sprengstoff. Den kleben wir da jetzt einfach an. Und eine Sprengstoff-Harpune. Und jetzt gehen wir wirklich mal mit der Karte zu der grauen Dame. Rein damit. Feuer! The explosion caused an undersea avalanche. The coral houses started to collapse. I would have drowned if a familiar pirate hadn't thrown me a line. And it didn't stop there. As we watched, the entire island started crumbling, as if its foundation had been pulled out from under it. I don't know how long it took Castor to build Pilgrim's Hook, but it took the sea mere seconds to destroy it. The place we were born, the place we grew up, the place our parents lived, it sank beneath the sea. Gone forever. But as long as I have my baby brother back, I won't miss it one bit. Oh. Geschwisterbande. Wir haben das Hauptspiel abgeschlossen. Und eigentlich, es war nett gezeichnet, es waren ein paar lustige Ideen dabei. Es war eine Ghostbusters Referenz dabei, ne? Also kann man ja nichts, eigentlich nichts gegen sagen.